Die hat. Upsi. Nur deswegen hat sie so viele Zuschauer. Ja, wow. Wenn ich eine Frau wäre, wäre ich schon längst Partner. Heute befassen wir uns mit dem kontroversen Thema: Haben Frauen einen Vorteil beim Streamen? Nein. Nein, haben sie nicht. Okay, das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht so stehen lassen. Es ist doch ganz einfach. Wenn Frauen einen Vorteil beim Streamen gegenüber Männern hätten, warum sind an der Spitze da oben fast ausschließlich nur Männer? Ich habe mir mal die Top 50 der Streamer angeschaut, weltweit. Unter all den 50 größten Streamern eine Frau, Pokimane, soweit ich das sehen kann. Und ich weiß, da sind auch ein paar Organisationen drin, aber trotzdem eine Frau. Und in Top 50 in Deutschland übrigens sind es zwei. Schon mal besser, aber zwei von 50. Also hört mir auf zu sagen, Frauen hätten einen Vorteil beim Streamen. So ein Quatsch. Okay, aber eins muss ich trotzdem zugeben. Wenn man gerade anfängt, hat man als Frau einen leichten Vorteil gegenüber Männern. Ich meine, es ist ganz klar, 81% aller Zuschauer auf Twitch sind männlich. Und die meisten davon sind auch noch sehr jung, um die 18 rum. Die meisten davon stehen wahrscheinlich auch auf Frauen. Und vor allem in dem Alter, Gamer-Girls, Frauen, die gern Videospiele spielen, da stehen die drauf. Und es ist auch vollkommen legitim, ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde es auch okay, wenn eine Frau das realisiert und das zu ihrem Vorteil macht. Wenn eine Frau ihre Weiblichkeit als Vorteil nutzen will, warum nicht? Go for it! Ich meine, ich rede jetzt natürlich nicht von diesen ganzen halb illegalen Sachen, die hier und da auf Twitch abgehen. Muss ich nur, ne? Will ich hier nur kurz gesagt haben. Also, ganz am Anfang glaube ich, dass Frauen auf jeden Fall einen kleinen Vorteil gegenüber Männern haben. Aber sobald man eine gewisse Größe erreicht, verschwindet dieser Vorteil komplett. Und dafür kann ich euch jetzt keine Statistik geben, wie auch, aber ich glaube, es liegt daran. Genauso schnell, wie Zuschauer an weibliche Streamerinnen interessiert sind, genauso schnell sind sie auch wieder an eine andere Streamerin interessiert. Ich habe gelesen, wie Frauen darüber berichten, dass sie sehr schnell Follower kriegen, dank ihres Aussehens, weil viele Leute, viele Männer vor allem, sehr oberflächlich sind und dann sehr schnell einfach nur wegen dem Aussehen ein Follow dalassen. Aber sie berichten auch, dass diese Leute meistens nicht mehr wiederkommen oder zumindest keine regulären Zuschauer werden. Denn da ist der Knackpunkt an dieser ganzen Diskussion. Follower, die einfach nur dir ein Follow geben, weil du gut aussiehst, bringen dir rein gar nichts. Das ist zwar schön, dass deine Followerzahl steigt, aber was doch wichtig ist, dass die Leute wiederkommen. Und dafür bringt dir hübsches Aussehen nichts. Die Leute kommen wieder, wenn du unterhaltsam bist, wenn du eine gute Qualität hast, all die Sachen, von denen ich ja eh die ganze Zeit rede. Im Endeffekt zählen treue Zuschauer. Zuschauer, die immer wiederkommen. Und die wenigsten kommen immer wieder, einfach nur wegen dem Aussehen, sondern weil sie unterhalten werden wollen. Denn wegen dem Aussehen können sie auch zu der wieder gehen, die gehen dann da weiter, die gehen dann da weiter. Die meisten von solchen Followern, die bleiben nicht. Die gehen hier, die wandern hin und her, weil sie einfach nur, ja, schöne Frauen anschauen wollen. Und ich habe noch nicht mal von den immensen Nachteilen gesprochen, die weibliche Streamerinnen haben. Was ich da schon für Geschichten gehört habe. Von Stalkern im Supermarkt. Von über 10 Pics am Tag. Und geschweige denn von den Chatnachrichten, die sie im Stream bekommen. Was ich schon alles gesehen habe, wenn ich einer Frau zugeschaut habe, was da an der Seite dann alles kommt. Oh mein Gott, cringe. Und dann kommt da so eine Nachricht, wo du dir denkst, oh bitte komm, Moderator, bitte seh es, komm, schneller, 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 mach das da weg. Das kann da nicht stehen bleiben, oh mein Gott. Also, it's not pretty. It's not pretty. Und da muss man echt eine dicke Haut haben, um da durchzupowern. Deswegen, ich glaube, selbst wenn Frauen einen leichten Vorteil am Anfang haben, der wie gesagt schnell weg ist, die Nachteile überwiegen ziemlich.
Ich kann auch noch eine krasse Geschichte von Ninja erzählen. Da gab es nämlich einen riesen Shitstorm, weil Ninja hat nämlich öffentlich gesagt, er spielt nicht zusammen mit Frauen im Stream Fortnite. Und natürlich riesen Shitstorm, oh mein Gott, was für ein krasser Sexist. Und zuerst, wenn man denkt, ja, wow, wie kann man sowas sagen? Aber wenn man nur einmal kurz nachdenkt, und er hat es dann auch in einem Statement erläutert, wie er das gemeint hat, und es ist vollkommen offensichtlich. Stellt euch mal vor, Ninja würde mit einer Frau zusammen spielen. Das ist ja wie ein Shoutout. Und jetzt denkt mal an die Zuschauerschaft von Ninja. Teenager. Alle schön in der Pubertät. Ne? Stellt euch mal vor, der spielt mit einer Frau. Was glaubt ihr, ey? Die ist einen Monat danach nur damit beschäftigt, Nachrichten zu blocken. Auf Twitter, Instagram, Twitch, sonst wo. Der hat ihr einen kleinen Shoutout gegeben, die ganzen Teenager. Die Frau durchlebt die Hölle die nächsten Wochen. Also es klingt jetzt so blöd, aber er tut damit den Frauen quasi einen Gefallen, wenn er nicht mit ihnen spielt. Weil so würde er die ganze Teenager-Zuschauerschaft auf sie hetzen einfach nur. Und das beweist einfach, wie hart Frauen es haben. Und ich möchte jetzt hier nicht, ne, ich kann nicht für Frauen reden, um Gottes Willen. Aber irgendwie habe ich noch keins von solchen Videos gefunden in Deutschland auf YouTube und ich wollte es einfach mal sagen, weil es mich stresst, wenn immer die Männer sagen, die ist eine Frau, klar, dass die so viele Zuschauer hat, ist ja voll easy, nein. Aber es ist ein mega komplexes Thema, ne? Also, wenn ihr Bock habt, hinterlasst eine Nachricht in den Kommentaren, dann können wir drüber quatschen, wenn ihr irgendeiner anderen Meinung seid. Aber lasst uns konstruktiv drüber quatschen, oder? Aber ja, das war's auch schon von mir. Schaut bei mir auf Twitch vorbei und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschö.